Tag Leute und herzlich willkommen hier wieder zurück zu James Bond. So, wir haben das letzte Mal hier alle niedergebrezelt. Ich weiß gar nicht, warum hier keine Leichen liegen. Das finde ich relativ schade. Hier, vereinzelt. Das sieht so aus, als hätte ich nicht viel geleistet. Das ist natürlich Blödsinn. Wir haben hier einfach Massen von Gegnern umgenietet. Wie auch die ganzen rumliegenden Waffen hier uns suggerieren. Und als Belohnung hat sich dieses eine Tor geöffnet. Und wir müssen Vespa finden. Das ist die schöne Dame, die wir das letzte Mal befreit oder gerettet haben. Und da hinten läuft irgendwer, die anscheinend jetzt irgendwie unsere Kohle geklaut hat. Hier, Venedig ist einfach Idylle. Da schießt einer die ganze Zeit im Hinterhof. Das ist völlig banal. Das ist völlig egal. Die Venezianer, die sind einfach gelassen in solchen Sachen. Find a way to the next courtyard. Courtyard. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was das Wort heißt, aber... Find a way kenne ich. Ich vermute mal, ich muss hier rüber. Es ist ein Computerspiel. Mann, das war jetzt so schnell. Das war jetzt so schnell. Aber ich habe den richtigen Weg schon gefunden. Ah, ich kann da wirklich immer wieder hochklettern. Na, das ist ja der Spaß für die ganze Familie. Ich muss da immer wieder hochklettern dann. Da ist es ja wirklich besser runterzufallen. Oder habe ich es jetzt doch schon geschafft? Okay, also hier geht's auch lang. Ach, ich hätte rüber balancieren können. Oh nee, okay. Ich nehme alles zurück. Handy. Handy. Moonraker. So, ich konnte nicht widerstehen. Ey, da waren einfach so viele Gegner gerade. So, wir haben noch eine Granate und ich werde sie nutzen. Okay. Alter, ich lade dann immer nach, wenn sie gerade explodiert. So, da hinten ist aber noch einer. Ey, die Pistole ist einfach Gold wert. Die ist einfach... Die ist geil. Die hat so richtig... Die hat auch einen geilen Klang. So, haben wir jetzt endlich alle. Okay, wir nehmen auf jeden Fall die hier. TND, keine Ahnung. Wer hat sich. Sind das echte Waffennamen? Das gibt's doch nicht. Da sind mehr Gegner als keine Gegner. Dass ich da nichts treffe. Ach, manchmal zweifle ich auch so ein bisschen an mir. Einfach reingeholzt und nichts getroffen. Wo sind wir denn jetzt? Aha, doch. So, da hinten. Wollte schon sagen, da ist ja einer, aber es ist nur eine Hose. Ah! Da kommt ja noch einer von links. Ich habe auch noch keinen richtigen Dunst, wo ich mich hier schön positionieren kann. So. Hier oben ist doch eine eigentlich ganz geile Position. Der weiß gleich, wo ich bin, ne? Der weiß es sofort. Alter! Das lohnt sich. Ich habe keine Granate. Ach komm, du kannst doch mal irgendwen treffen. Da waren so viele Gegner. Nicht zu treffen ist eine Kunst. Sag mal, ist die Granate bei mir? Tatsächlich. Was ist die nächste? Alter, jetzt ist aber gut mit Granate. Jetzt ist es wirklich gut. Es reicht. Granatenfreie Zone. Fuck.
Fuck you. Nee, wird nix. Das war's immer noch nicht. Da unten höre ich doch noch irgendwen, oder? Alter! Jetzt sehe ich ihn hier hinten noch rumhampeln. Habt ihr das gesehen? Ich wollte schießen, es ging nicht. Ich wollte anvisieren. Da ist er hochgeswitcht, automatisch wieder runter und dann wieder hoch. So, dass er beide Kugeln wirklich gefangen hat. Hat mich dabei getroffen? Na, da gucke ich doch gleich nochmal vor. Mann. Einfach reingeholzt. Wir haben so viel Muni. So, ich habe keine Ahnung, wo die Granate ist. Schade, die war da unten. Aber ich glaube, die haben Friendly Fire heute ausgestellt, die Gegner. So, hier links habe ich noch einen gehört. Ah, ich weiß es nicht. Also gegen Engel wollen sie es echt nochmal wissen hier. Lass mich raten, es war's immer noch nicht. Ach geil, die Musik auch. Ist einfach die sichere Variante. Einfach blind reinholzen. Da unten ist halt noch einer, ne? So ein Schwanz. Wer versteckt sich da? Das ist einfach ein Camper. Okay. Sackratte. Camperschwein. Man kann auch immer nur eine Granate mitnehmen, sehe ich hier gerade. Das sind doch diese Star Wars Granaten. Mann, halt die Waffe richtig fest. Solche Oberarme. Aber wenn er ein Uzi mal ein bisschen rumwackelt, das kann er nicht halten. Meine Güte. Und den ganzen Scheiß normal. Ich find's ja geil, dass es so schwer ist. Ich find's geil und es macht auch Spaß. Und ich habe schon mal geguckt. Es geht nicht mehr allzu lang, das Spiel. Von daher ist es ja völlig in Ordnung. Aber trotzdem. Dass wir jetzt hier alles mit Gegnern einfach nur überschwemmen. Naja. Und besonders clever sind sie ja nicht. Sie zielen nur verdammt gut. Ich kann wieder nicht schießen. Also ich muss dann einmal aus der Deckung raus, dann kann er wieder schießen. So, das war's aber immer noch nicht. Ich glaube, hier drüben kamen noch ein paar. Das war's noch nicht. Na, der da unten rechts ist natürlich auch noch da. Hör auf rumzuwillen. Das ist nicht okay. Das war es immer noch nicht. Genau unter mir ist, glaube ich, noch einer. Oder sind es die da hinten, die schreien? Das kann natürlich auch sein. Ja, ich glaube beides. Ich glaube beides. Der da hinten ist es auf jeden Fall auch. So, damit hätten wir den. Meine Muni ist fast alle, optimal. Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Wo denn nur? Wo? Was ist das? Das ist doch jetzt echt beschiss. Auf einmal geht irgendwo ein Rollo hoch, oder was? Das will ich sehen. Welches Fenster soll das gewesen sein? Dieses Kackfenster, oder was?
Ach komm, das ist doch jetzt echt einfach nur noch scheiße. Das muss doch nicht sein. Ein Fenster ist offen. Also das hatte man ja... Das ist ja hier Counter-Strike Condition Zero-like. Gib mir ein Cover! Gib dir gleich ein Cover! Das Spiel ist ein Cover von Call of Duty. Die hauen sich halt alle da unten in die Ecke. Das ist eigentlich das Schlimmste, wenn sie taumeln. Treffe ich nie wieder. So, und dann geht es manchmal doch so schnell. Das kann noch nicht alles gewesen sein. So, natürlich ist der andere auch noch da unten. Und der ist da drin. Haha! So, ist hier noch irgendwo ein offenes Fenster, zufällig? Wer schießt denn jetzt schon wieder? Wo kommst denn du her? So, genau. Leichenbeseitigung, alles wieder gut. Man muss auch danach einfach aufräumen, ne? Ey, das ist auf einmal so ruhig. Man muss jetzt wirklich auf jedes Fenster gucken. Ich weiß, das war auch noch bei einem meiner ersten Let's Plays. Das war bei Rainbow Six Lockdown. Da musste man auch auf jedes verfickte Fenster gucken. Das war echt, Alter. Es war schon geil, aber das war, nee. Ich glaube, es war auch Venedig. So, fahren wir jetzt Boot. Checkpoint reached. Das ist schon mal geil. Kann ich jetzt ins Wasser springen oder gehe ich dann drauf? Okay, ich kann gar nicht ins Wasser springen. You must be Gettler. If you brought some money. I wouldn't be here otherwise. Come inside. Okay, Follow Wesper ist immer noch aktiv. Und hops. Das wäre geil, wenn wir den jetzt einfach schön ins Wasser ziehen. Aber können wir nicht. Ich glaube, der erschießt uns, wenn ich jetzt einfach auf seinen kleinen Steg springe und Hallo sage. Und tschüss. So, großer Platz. Vielleicht sollten wir doch wieder auf den Schleichmodus übergehen. Es ist sonst... Wir machen uns unnötig das Leben schwer. So, Follow Wesper. Ich muss bestimmt hier hoch. Oder auch nicht. Da rutsch ich bestimmt am Ende der Mission runter. Ich sag, wir rutschen da runter. Ich glaube es. Na, Kirchenglocke, fällt so noch runter? Der Klassiker? Ist gar keine da. Ach so, ich dachte, es wäre ein Kirchenturm. Warum? Es war einfach perfekt. Es war perfekt. Wieso seht ihr das schon wieder? Ihr Säcke. Ihr kriegt meine Wut zu spüren und dieses Gebäude auch. Was bröselt denn hier auch alles ein? What? Warum sinkt denn jetzt hier alles? Oh, scheiß die Wandern, ey. Das ist doch nicht normal. Ja. Alter. Wo ist er denn hin? Okay, alles sicher. Alter, dass man wirklich so durchgetrieben wird durch das Spiel. Wo ist sie denn? Sie schreit mir nur ins Ohr. Immer dieses Ohr schreien, das hat doch keinen Sinn, mich so unter Druck zu setzen. James, no!
Ach du meine Güte. Warum... Was will sie eigentlich von mir? Ich vertraue ihr doch gar nicht. Ich vertraue ihr nicht. Und jetzt tut sie auf einmal, als wäre sie hier das Opfer. Das ist doch gar nicht. Sie ist doch... Ey, ich bin noch nicht gestorben. Ich bin so beeindruckt von mir selbst. Und da wäre es beinahe passiert. Da haben sich zwei Deppen getroffen. Ich glaube, man soll wirklich einfach die Pistole nehmen. Die anderen Waffen sind niemals so gut wie die Pistole. Alter! Da haut er mich einfach mit seinem Zauberstab. Das ist doch wohl. Maul halten, stirn, du Ratte. No ammo. Festgenagelt. Der Spion, der mich liebte. Er nutzt gleich die Gunst der Stunde und fasst ihr erstmal in die Brust. She had a boyfriend. A French Algerian. They were very much in love. He was kidnapped by the organization behind Le Chiffre and they blackmailed her. And now we'll never know who was behind this. She left her cell phone. She must have known I'd check it. I'm sure she hoped you would. James, have you asked yourself why you weren't killed on that barge? She made a deal. She delivered the money to save your life. Mr. White? Yes, who's this? Find out who she gave it to. And her efforts won't have been in vain. You catch whoever did it? No, not yet. Come on. Let's get back to the hotel. We have the girl downstairs. She says to tell you she's sorry, but this isn't her fight. It's not. Let her go. She's not our concern. I thought I could trust you. I thought you weren't motivated by revenge. I'm motivated by my duty. No. I think you are so blinded by inconsolable rage that you don't care who you hurt. When you can't tell your friends from your enemies, it's time to go. You are removed from duty and suspended, pending an investigation. Ready, transport. Package coming down. Get to the lift. Bond is loose. He's on the run. Damn it. Tanner, einfach mal auf die Kamera draufgehauen. He'll have no one else to turn to. Got her. She's talking to him now. You can't kill Madrano and survive, not without help. Stay off the street till you see my car. We're going to the desert. Madrano can't move until he pays off the army. Green's bringing him the money. They're meeting at La Perla de las Tunas. Tanner, you heard the name. What is it? A hotel, nearly off the grid and completely self-sufficient. There's nothing else for 500 miles. Should I send a team? You want to stop Bond? No, Bond is my agent. I should have trusted him. If anyone can stop Green and Madrano, it's him. Das kommt mir irgendwie auch noch bekannt vor. Das kommt mir sehr bekannt vor. Bolivien, also das kommt mir aus dem Film irgendwie noch bekannt vor, oder? Irre ich mich da? Ist das bei Casino Royale mit drin? Ich glaube schon. Looks like Green's brought his bodyguards with him. You can deal with Green. Just leave Medrano to me.
Remember, take a deep breath. You only need one shot. Make it count. See you inside. So, enter the hotel. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke, das kenne ich. Und es ist irgendwo in der Wüste und es ist verdammt weitläufig. Okay, Leute, ich mache Schluss. Bis zum nächsten Mal. Das wird noch eine richtig schöne Mission.